Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der DDR werden die Eckdaten einer umfassenden Wirtschaftsreform hin zur sozialen Marktwirtschaft immer deutlicher. Wie die Nachrichtenagentur Reuters heute berichtete, legte Ministerin Luft inzwischen ein entsprechendes Konzept vor. Auch bei dem deutsch-deutschen Wirtschaftsgespräch sind, wie jetzt bekannt wurde, konkrete Pläne auf den Tisch gekommen. Zunächst zu dem Konzept von Ministerin Luft. Bis 1992 soll die DDR-Mark voll konvertierbar werden. Ziel sei es, den Binnenmarkt dadurch so schnell wie möglich zu öffnen. Bereits in diesem Jahr werde es zu einer Freigabe der Preise und zum Abbau der Subventionen kommen. Auch das Außenhandelsmonopol wird, so der Plan, in diesem Jahr zum größten Teil fallen. Unternehmer erhielten mehr Freiräume. Zugunsten der Kommunen und Regionen werde es auch keinen zentralen Staatshaushalt mehr geben. Wichtiger Punkt sei auch eine Steuerreform. Die Progression soll noch in diesem Jahr drastisch abgebaut werden. Es ist ein Spitzensteuersatz von maximal 60% vorgesehen. Bundeswirtschaftsminister Hausmann nannte konkrete Ergebnisse des gestrigen Wirtschaftsgesprächs. Danach können DDR-Bürger von sofort an Kredite aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm beantragen. Es soll mit 6 Milliarden Mark ausgestattet werden. Das Geld wird in D-Mark ausgezahlt. Die DDR-Regierung habe außerdem eine Reihe von Gesetzentwürfen vorgelegt, die den Schutz von Auslandsinvestitionen sowie die volle Niederlassungs- und Gewerbefreiheit festschreiben. Die am runden Tisch vertretenen Oppositionsgruppen der DDR haben sich heute noch nicht darüber geeinigt, unter welchen Voraussetzungen sie sich an der Regierung Modrow beteiligen wollen. Ein zweites Gespräch am Freitag soll die endgültige Entscheidung bringen. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, man sehe die grundsätzliche Notwendigkeit für eine große Koalition. Strittig ist aber noch, ob die SED-PDS-Minister ihre Parteimitgliedschaft bis zu den Wahlen ruhen lassen sollen. Mit dem Vertreter der SPD Meckel sprach Erhard Thomas. Herr Meckel, wovon hängt denn der Eintritt der Opposition in die Regierung Modrow nur noch ab? Er hängt davon ab, dass wir gemeinsam sagen, die Notsituation, die allein dies rechtfertigen würde, ist jetzt da. Welche Notsituation ist das? Es ist die Notsituation, dass wir sagen, der runde Tisch reicht nicht mehr, um die Funktion stabil, also die Regierungsfunktion stabil zu halten und gleichzeitig nicht mehr um die Anwalt- und Kontrollfunktion des runden Tisches wahrzunehmen. Er tagt nur alle Woche. Viele Sachen müssen sehr schnell entschieden werden. Man wäre dann in der Regierung an Entscheidungsprozessen von vornherein dabei, die langfristig und schnell jetzt nötig sind. Dies sind vor allem wirtschaftliche Fragen. Wir denken, dass schnell Gewerbefreiheit nötig ist im Handwerksbereich, dass wir Handwerk- und Dienstleistungsbereich, dass kleine und mittlere Betriebe schnell und mit großen Steuererleichterungen auch privat agieren können sollten. Wir wollen in dieser Situation dann vor Parteiinteressen die Verantwortung für dieses Land stellen und hoffen, dass wir an dieser Stelle ein Stück Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen, denn so viele wie jetzt ständig weggehen, dies halten wir für ein großes Problem. Ein weiteres wichtiges Problem ist ja die Frage von Streiks. Wir haben gesagt, wir wollen keine Streiks oder Generalstreiks für politische oder wirtschaftliche Forderungen, weil dies wirtschaftlich nicht tragbar ist. Wenn, dann nur konkrete, ganz gezielte Warnstreiks, die man aber vorher entsprechend bekannt geben sollte. Mit Vertretern der Opposition wird Kanzleramtsminister Seiters morgen in Ost-Berlin zusammenkommen. Dabei soll auch über ihren möglichen Eintritt ins Kabinett gesprochen werden. Zuvor will Seiters Ministerpräsident Modrow treffen. Themen der Unterredung werden unter anderem der geplante Besuch von Modrow in der Bundesrepublik und die deutsch-deutsche Vertragsgemeinschaft sein. Die Diskussion um die Leistungen für Aus- und Übersiedler ging heute weiter. Innenminister Schäuble lehnte im Namen der Bundesregierung eine weitere Kürzung der finanziellen Unterstützungen ab. Im Deutschlandfunk meinte der Minister, diese Menschen erforderten eine nationale Solidarität und dürften nicht ausgegrenzt werden. Dem saarländischen Ministerpräsidenten Lafontaine warf er vor, mit seinen Kürzungsplänen eine demagogische Diskussion entfacht zu haben. Die SPD-Fraktion legte heute im Bundestag einen Antrag zum Auslaufen des Vertriebenengesetzes vor. Zur Begründung erklärte der Abgeordnete Penner, der politische Wandel in Ost- und Mitteleuropa habe dem Gesetz die Grundlage entzogen. Für Aussiedler aus Rumänien und der Sowjetunion müsse aber weiterhin ein Sonderstatus gelten. Die SPD forderte insbesondere neue Aufnahmerichtlinien für Aussiedler aus Polen.
Grundsätzlich sollten alle wirtschaftlichen Anreize wegfallen, in die Bundesrepublik zu kommen. Das gilt auch für DDR-Übersiedler. Zum ersten Mal in der DDR demonstrierte heute auch die Volkspolizei. In Leipzig gingen 800 Fopos auf die Straße, um zu bekunden, dass sie nicht gegen das Volk, sondern mit dem Volk seien. So hieß es auf mitgeführten Spruchbändern. Auch Aufrufe zu einer Sicherheitspartnerschaft mit allen demokratischen Kräften waren zu lesen. Vor allem wollen die Demonstranten, dass das Misstrauen gegen die Volkspolizei abgebaut wird. Denn auch wir wurden betrogen. Und auch wir sind das Volk, hieß es. Und schließlich für eine demokratische Polizei. Gefordert wurde eine Stellungnahme der Polizeiführung zu dem Einsatz gegen Demonstranten am 2. und 7. Oktober vergangenen Jahres. Die Polizei hat heute bundesweit Razzien gegen mutmaßliche Neonazis durchgeführt. Überprüft wurden 40 Wohnungen in 26 Städten. Die Durchsuchungen richteten sich gegen die verbotene Aktionsfront nationaler Sozialisten, nationaler Aktivisten, die von dem mehrfach vorbestraften Neonazi Kühnen gegründet worden war. Nach Angaben des federführenden Landeskriminalamtes in Stuttgart wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Kreml-Führung hat heute eine Delegation des Politbüro in die kaukasischen Krisenrepubliken geschickt. Sie soll heute Abend an einer Sitzung des Zentralkomitees der KP Aserbaidschans teilnehmen. Mitglied der Abordnung ist auch Jegor Ligatschow, der als Gegenspieler von Staats- und Parteichef Gorbatschow gilt. In Baku versuchen die sowjetischen Truppen jetzt mit Festnahmen und Verboten den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Bei Razzien wurden in der vergangenen Nacht 43 aserische Nationalisten verhaftet, Pässe und Druckmaschinen beschlagnahmt. Trotz eines Streikverbots ruht das öffentliche Leben in Baku weiterhin. Mit dem Generalstreik will die Bevölkerung den Abzug der sowjetischen Truppen erreichen. Die Lage in Armenien war heute insgesamt ruhig. In Jerewan wurden viele Opfer der Gefechte beigesetzt. Vor den Ausschreitungen der Aserbaidschaner sind in den vergangenen 10 Tagen mehr als 16.000 Armenier geflüchtet, viele von ihnen nach Moskau. Seit Tagen schon platzt die armenische Mission in Moskau aus allen Nähten. Rund 500 Flüchtlinge aus Baku drängen sich heute Abend in dem Gebäude. Seit Beginn der Pogrome vor 10 Tagen sind mehr als 2000 Vertriebene in Moskau gestrandet, werden notdürftig versorgt. Es sind vor allem Russen, Ukrainer, Juden und sogar Aserbaidschaner, deren einziges Vergehen es war, einen armenischen Ehepartner zu haben. Vor 10 Jahren lebten in Baku 250.000 Armenier, heute sollen es noch 8.000 sein und auch die werden das Land wohl bald verlassen müssen. Die es nach Moskau verschlägt, sollen so bald wie möglich auf die einzelnen Sowjetrepubliken verteilt werden. Uns hat Gott und die Welt verlassen. Ich sitze hier seit 5 Tagen und warte, aber worauf denn? Ich bin gestern aus Baku angekommen, Freunde hatten mich versteckt. Und dann haben russische Soldaten mich herausgebracht, Gott schütze sie. Niemals im Leben werde ich nach Baku zurückkehren, das ist doch jetzt eine Stadt der Tiere. Und dieser hochdekorierte alte Mann weint, selbst an der Front gegen die Deutschen war es nicht so grausam wie jetzt in Baku. Der israelische Finanzminister und stellvertretende Ministerpräsident Peres ist heute in Kairo mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak zusammengetroffen. Nach dem Gespräch äußerte sich Peres optimistisch über baldige Gespräche mit den Palästinensern. Er nehme neue Ideen mit nach Hause, sagte er, ohne dies näher auszuführen. In der südjugoslawischen Provinzhauptstadt Pristina haben heute mehrere 10.000 Albaner für die Einführung eines Mehrparteiensystems und den Rücktritt der politischen Führung demonstriert. Außerdem verlangten die überwiegend jugendlichen Demonstranten die Loslösung der mehrheitlich von Albanern bewohnten Provinz Kosovo von der Republik Serbien. Die Demonstration wurde von Spezialeinheiten der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst. Der Streit zwischen den Albanern und der serbischen Minderheit dauert schon Jahre. Im vergangenen Jahr hatte Serbien die Selbstständigkeit der Provinz aufgehoben. Ein libysches Verkehrsflugzeug ist aufgrund einer Warnmeldung auf dem Frankfurter Flughafen festgehalten und durchsucht worden. Inzwischen ist die Maschine nach Tripolis geflogen. Ein Routinefall war die Boeing 727 der libyschen Fluggesellschaft Arab Airlines für den Bundesgrenzschutz nicht. Es war schon eine ungewöhnliche Sonderkontrolle, auch wenn sich am Ende die Befürchtungen nicht bestätigten, dass hier internationaler Terrorismus mit im Spiel sei. Die Fakten.
Nach der Landung gestern Nachmittag durchsuchte der Bundesgrenzschutz 2 Stunden die Maschine und das Gepäck der 35 Passagiere. Den Grund lieferte eine Warnmeldung. Es wird nicht ausgeschlossen, dass in Tripolis vor dem Start beobachtet wurde, wie 2 Männer mit Waffen an Bord gingen. Von dem die Warnung kam, wollte heute aus Sicherheitsgründen niemand sagen. Der BGS schritt ein, weil weltweit neue Anschläge nicht ausgeschlossen werden. Sie verhafteten 3 Männer, die sich als Sicherheitspersonal für die Boeing 727 zu erkennen gaben. Sie trugen Waffen ohne Genehmigung dafür. Nach dem Luftverkehrsgesetz ist das Tragen von Waffen an Bord verboten. Das Hoheitsrecht der Bundesrepublik für ihren Luftraum lässt eine Ausnahme zu, wenn die Fluggesellschaft das zum Schutz ihrer Linienflüge für nötig hält. Für den Linienflug von Tripolis lag eine Ausnahmegenehmigung nicht vor. Die 3 Männer wurden aber wieder freigelassen, weil sich keine Anhaltspunkte auf einen terroristischen Hintergrund ergaben. Das libysche Außenministerium legte heute heftigen Protest ein. Es hieß, die Durchsuchung sei widerrechtlich gewesen. Und es wurde auch behauptet, der Grenzschutz habe bei der Aktion Passagiere erniedrigt und geschlagen. Diese Darstellung wurde von der Bundesregierung entschieden zurückgewiesen. Buchen oder nicht buchen? Das ist die derzeit am meisten gestellte Frage unter Wintersportlern. Denn nicht nur in den deutschen Hochgebirgen fehlt der Schnee. Der Schneemangel in den Bayerischen Alpen ist beinahe schon chronisch. Seit Jahren fehlt die weiße Winterpracht. Viele Fremdenverkehrsorte halten deshalb schon Alternativangebote bereit. Schwimmen, Wandern oder Holzschnitzerkurse. Denn wo man sich rein auf die Skifahrer verlassen hat, da ist es auch verlassen. Gähnende Leere herrscht in so manchen Orten und Gasthäusern der Alpenregion. Selbst die Tagesausflügler kommen nur tröpfelweise. Und viele Fremdenzimmer stehen in den Wintersportgebieten zurzeit leer. Es macht eine Minderung aus von ca. 50% an Urlaubern im Januar. Und das ist natürlich schon ein bisschen hart. Doch was sollen da erste Liftbesitzer sagen? Am Rande des Ruins steht so manch einer. Eine runde Million kostet der Bau einer solchen Anlage. Und wie oft sie in den letzten Jahren im Betrieb waren, lässt sich an einer Hand abzählen. Letztes Jahr bin ich 2-mal gefahren und heuer 1-mal bis jetzt. Einige wenige machen heuer das Geschäft mit dem Wintersport. Und dort, wo die Lifte dank Kunstschnee laufen, herrscht drangvolle Enge. Lange Warteschlangen vor dem Lift, Gedränge auf der Piste. Doch auch hier ist stellenweise die Schneedecke hauchdünn. Selbst an schattseitigen Höhenlagen schauen gelegentlich schon die Grasnarben durch. Schwere Stürze häufen sich. Die Krankenhäuser in den Alpen haben gut zu tun mit komplizierten Brüchen. Ein Vierteljahr dauert es, bis so ein Gipshaxen wieder in Ordnung ist. Ein hoher Preis für ein eher spärliches Wintersportvergnügen. Boris Becker ist im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne gescheitert. Der dreimalige Wimbledon-Sieger unterlag dem Schweden Mats Wilander klar in 3 Sätzen 4:6, 4:6, 2:6. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 5, 7, 13, 16, 21, 31. Zusatzzahl 33. Ziehung B 3, 7, 15, 20, 22, 38, Zusatzzahl 43. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 8, 7, 9, 1, 7, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. Januar. Der Satellitenfilm zeigt ein breites Wolkenband, das vom Ostseeraum über Mitteleuropa hinweg bis zur Iberischen Halbinsel reicht. Es verlagerte sich zügig ostwärts. Während die inzwischen über Russland und den Alpen angelangte Kaltfront ostwärts abzieht, Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Frischer bis starker, in Böen örtlich Orkanstärke erreichender Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Freitag wechselnd, vielfach stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Temperaturrückgang. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Berichte über DDR-Übersiedler in Touristenzentren an der Ostsee und über das Kampfflugzeug Jäger 90 in politischen Turbulenzen.